So ist das nicht. Ist ja allgemein bekannt. Ja, was ja, ich immer. Bayern hier, nimm mal Polen. Ja, ich bin doch schon. Nimm mal Polen, Polen 2. Deutschland. Ja. So, auf geht's, so, würde ich sagen. Oh, ich hab hier schön. Haben die eigentlich ja schon 4 Sterne in dem Trikot oder immer noch 3 Sterne? Da sind schon, also jetzt, wenn ich. Müssen ja 4 Sterne sein. Müssen ja 4 Sterne sein. Kam ja nach dem Titel raus. Eben, einfach los, komm, Scheiß. Egal, was ist. Ich würde gerne Dingsfix noch einwechseln, Blaschikowski, ja, der ist gar nicht im Kader, auch nicht schlecht. Ja, dann Müller habe ich, Groß habe ich, Götze habe ich, Schürrle habe ich, Schweini, Kedira, Boateng. Wenn solange Lahm nicht drin ist, dann alles in Ordnung, mein Gott. So. Defensiv hier mit gefühlten 10 Verteidigern spiel ich hier. Dann kicken wir mal. Hab schon ein Tor geschossen, Schweinsteiger. Ich hab zweimal gegen Latte geschossen. Ey. Alter, ich hab ein Tor geschossen. Ja, ich bin mal gespannt. Also das könnte ja richtig eng werden. Gut, Deutschland ist noch Platz 2, das geht ja noch. Also Platz 2. Ja, der Gruppensieg wäre weg mit der Niederlage. Definitiv. Ja. Denn da hat Deutschland 7 Punkte Rückstand auf die. Die haben auch einen Haufen Tore geschossen, ne? Die, die Polen. Die Polacken. Dieser Polacken, sagt er. Ja, nee, ist richtig. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Boah. Alles klar. Ich hab gehört, die haben einen ganz guten Schirmer vorne drin. Die ja, ich hab auch gehört, der ist ja richtig, der geht ja richtig aggro voraus. Ne? Ich habe jetzt heute Kommentare gehört bezüglich Lewandowski, dass er sagt, die Deutschen haben Sturmprobleme. Weil sie keinen Lewandowski haben. Der macht schon einen auf Ibra oder was? Nee, hat er ja grundsätzlich recht. Hat er ja schon recht, also es ist jetzt nichts. Wenige Top-Vereine in der Welt oder Top-Nationalmannschaften in der Welt, die so ein Stürmerproblem haben wie wir. Ja, wir sind halt anders aufgestellt, ne? Ja, natürlich. Oh, komm ich da durch? Nee, doch. Oh, da ist er! Da geht er noch genau oben drüber. Genau oben drüber, ey. Du hast mir schön auf die Birne gelegt. Ja, er stand genau richtig. Ja, siehst du. Schnell geht er. Ich hab mal getippt. Ja, ohne Reus, das ist schon hart, ne? Also mal wieder. Also, was hat er jetzt genau? Na, Zeh gebrochen. Komplett gebrochen sogar. Ja, angebrochen. Auf jeden Fall ist erstmal Pause. Und die nächsten beiden Spiele für Dortmund fällt dann wohl auch aus. Gegen Hannover und Euroleague. Ja, Mensch. Der Mahlzeit. Der echt scheiße am Fuß, das geht gar nicht. Ja. Wünscht man echt, dass der Mann ein Jahr gesund zu Ende spielen kann. Und das ist ja nur eine Kleinigkeit hier jetzt aktuell, dass sie mal wieder irgendwas reißen oder so oder was Größeres haben, denn ja. Dann ist auch wieder das Bein dick. Und da der wichtig für Dortmund ist, hat er ja das öfteren auch schon bewiesen. Oh, Neuer, nimm ihn doch auf! So einen halben Zentimeter vor der Strafraumgrenze knallt er das Ding weg. Ja, aber so richtig überzeugend fand ich Deutschland bisher in der EM-Quali auch noch nicht. Na gut, das war aber noch nicht, wann war das letzte Spiel? War das im März, ne? Ja. Gegen Gibraltar? Oh! Kann man machen. Ja, so generell auch das Spiel gegen Wales, das späte Unentschieden da, in die Niederlage gegen Polen, Gibraltar. Gegen Wales? Ist bei uns gar nicht drin. Ach Quatsch, Wales doch nicht, Irland meine ich. Irland, ja. Ja. Schottland ist drin, Irland ist drin, Gibraltar. Gute Gibraltar, das ist ja auch. Ja, aber wer weiß, ne? Selbst Wales, die haben auch nur einen Spieler eigentlich. Also, naja. Gefühlt. Ja, gefühlt. Die feiern gerade die Weltrangliste. Dass sie jetzt vor England sind. Seitdem der Verband, habe ich heute auf Sky Sport News HD gelesen oder gehört. Also, die Weltrangliste finde ich auch, das ist der größte Schwachsinn auf Erden. Ja. Da irgendwie was festzumachen oder daran Leistung festzumachen. Es geht ja gar nicht, es sind ja Mannschaften dabei, auch teilweise. Die haben wir mit Fußballturnieren überhaupt nichts am Hut, also. Jeden Tag über noch arbeiten. Ja. Die da spielen in den Mannschaften. Boah. Ja, Blaschikowski ist auch weg jetzt, ne? Ja, aus sportlicher Sicht nachvollziehbar. Genau wie Großkreuz. Ja gut, Großkreuz ist ja auch. Heulen immer alle rum, aber man kann sich, oder wenn man weiterhin so klammert, wie im letzten Jahr, wo man fast abgestiegen wäre, aufgrund dessen, dann kann das sportlich auch nicht weitergehen. Ja, was sagst du dem Neuen hier, Janusai? Also ich bin ehrlich, ich habe den bisher noch nicht großartig auf dem Schirm gehabt. Das soll ja wohl ein Riesentalent sein. Ja, also gehört habe ich schon den Namen, also das ist nicht, ja, aber jetzt hat er auch nicht so viele Einsätze bei Manchester gemacht.
Nicht City, sondern United natürlich. United, genau. Muss man auch wieder abwarten, ne? Kann auch so einschlagen, ja, vielleicht wie Costa, aber das glaube ich nicht. Also da ist der schon einen Ticken älter. Da ist der, also der Douglas. Der ist ja schon ein bisschen älter. Der Müller sagt, ne? Douglas ja, Costa. Douglas. Ja. Oh. Aber Griechenland stellt sich an aktuell. Hast du das die Tabelle auf dem Schirm? Richtig krass. Die haben 2 Punkte nach 6 Spielen. Griechenland! Und das in der, ja, mit der leichtesten Gruppe, die es überhaupt gibt. Die haben 2-mal gegen die Färöerinseln verloren. Griechenland? Jo. Das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ich bin gestern mal die Tabelle durchgegangen. Konnten die haben jetzt, gut, die haben jetzt mal gewonnen vor 10.000 Jahren, aber so richtig Fußball gespielt haben die auch nicht. Also nee, bei der WM ja genauso. Das war halt minimalistisch damals, die Europameisterschaft. Ja, hinten reingestellt und irgendwie, ne, mit Rehagel. Mit 10 Mann verteidigt und dann einer nach vorne und der hat es dann gerissen. Hier Mausen sagt gerade, Janusai hat seit 2013 48 Spiele für Man United bestritten, das sind 2 Jahren. Okay. Durchwachsen. Aber gut, wie viele Minuten hat er gespielt? Das ist auch wieder so ein Thema, ne? Also, genau, reicht ja, wenn du jedem mal in den 80. eingewechselt wirst, zählt ja auch schon als Spiel. Ja, es zählt ja schon als Einsatz. Genau. Boah, das war nicht so schlecht. Oh, jetzt hätte ich ein Tor geschossen. Ja. Ja, ja, ist schwierig. Natürlich, also Europa Meisterschaftsqualifikation. Habt eigentlich gar keine Sorgen. Auch als Dritter kommst du noch in die Relegation. Also von daher. Ja, klar, Gruppensieg ist weg. Wäre ein bisschen weniger als Weltmeister, aber nicht zu qualifizieren, glaube ich, das ist schon sehr unrealistisch. Also habe ich noch nie erlebt in meinem Leben, dass Deutschland nicht dabei ist. Ja, und Dortmund hat sich ja auch immer so zu so einer Turniermannschaft gemausert. Deutschland meinst du? Ja. Und du sagst Dortmund. Hat Dortmund gesagt, ja? Ja. Okay. Warum mach ich den jetzt nicht rein? Aber doch schön geschossen. Mit Götze ist in der Startelf. Ist auch interessant, dass er da wieder so ist. So der Podolski-Effekt oder was bei Götze? bei der Nationalmannschaft top. Beim Verein flop oder was? Ja, flop würde ich jetzt auch nicht sagen. Ja, er spielt mit. Er spielt mit, ja. Das kann man sagen. Alibi-Spiel macht er immer. Ja, nicht auf. Ja, man erwartet ja ein bisschen mehr, ne? Ja, natürlich. Was? Achso, ich wollte. Naja, ich hab dich erwischt. Ich habe irgendwie den Schiri auf stumm geschaltet, ich höre nämlich die Pfiffe nicht. Wundere mich dann bloß immer, warum es nicht weitergeht. Ah, lass mal den. Der ist auch verletzt, der Kedira, ne? Der ist auch schon wieder. Kaum ist er da, schon verletzt. Ja, bei Turin läuft auch nicht so rund. Nee. Hätten sie mal nicht so viele Spieler verkaufen sollen. Ja, echt so. Vidal weg. Dann Kedira verletzt, ja. Hier, alle beiden Sechser dran. Ja. Na ja, du hast ja noch einen Marquisio und einen Pogba, darf man auch nicht vergessen. Aber es fehlt halt schon eine enorme Qualität da. Der Vidal-Weggang, ich glaube, der schmerzt schon sportlich. Müller, warum ist er da außen, ey? Er muss doch in die Mitte. Ja, der kleine Götze. In der Mitte der Götze, Alter. Geht er gar nicht. Hier, Lever. Oh, er hat auch bald einen Zeh gebrochen, Alter. Ja. Bei der Aktion. Abseits, Alter! Schieß doch! Das nächste Spiel ist dann gegen Wales oder was? Ach, wieso komme ich immer auf Wales? Bin ich blöd auf gegen Irland? Schottland. Ach, Schottland. Schottland, ja. Glaube ich, am Montag, ne? Montag dann spielen sie wieder. Oder Sonntag? Nee. Spielen sie Montag. Echt, ja? Nicht, ja, ja. Nicht Mitte der Woche, ne? Nee. Direkt im Anschluss. Jetzt gar nicht. Lässt dazu Freitag spielen, aber das zweite Spiel hat jetzt gar nicht auf dem Schirm. Oh!
Oh. Aubameyang hätten verdammt noch reingemacht. Ja, klar. Aber der darf nicht mitspielen in der Europameisterschaft. Nee. Noch nicht. Dann gibt es ja noch einen Sonder. Boah. Ich glaube, wenn du einmal für ein Land aufgelaufen bist, ist rum, ne? Dann bist du festgespielt, ja. Einmal für das A-Nationalteam. Genau. Ich glaube aber, ich weiß nicht, nur im Pflichtspiel oder auch Testspiel? Ich glaube, Pflichtspiel darfst du nicht machen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, Testspiel ist noch okay, aber Pflichtspiel darfst du nicht. Darfst du nicht. Kommst du Knast. Oh, kommst du Knast. Mann, ich probiere alles, aber ich krieg das Tor nicht rein, ey. Scheiße. Scheiße, Boys. Jetzt mit der Flanke, mit der Ecke. Oh, da sind doch alle, ey. Durch, ey. Kann da einer was? Nee. Ah, ausgerechnet gegen ihn. Oh. Oh, Hilfe des, Alter. Hilfe des. Wie E und je. Ingenieur ist das, Technikingenieur. Ja. Ja, schade, wenn der eine komische Ball nicht gewesen wäre, wäre das hier ein bisschen anders ausgegangen, glaube ich, aber... Na, jetzt ab! Götze! Fünf, oh. Ein bisschen das Tempo. Oh, hab ich noch! Nein, noch! Ja, nee. Verliert. 1 zu 0. Schland verliert 1 zu 0 mit dem Tor von Lewandowski. Wissen wir Bescheid, Leute? Könnt ihr alle wetten heute Abend noch? Ja, was ist der Tipp gegen Polen? Was sagst du denn? Ja, wird eng. Wird echt eng. Ich tippe mal um 2-1 für Deutschland. 2-1, ja? Ja. Ich sag 1 zu 2 für Polen. Damit du deine Kohle kriegst, oder was? Ja! Sau gut! Ja, siehst du, dann sind wir ja heiß jetzt, dann können wir ja theoretisch.